Liebe Freundinnen und Freunde, angesichts der gestrigen Debatten, die wir geführt haben, fragen sich womöglich einige von euch, warum machen wir Familien- und Arbeitszeitpolitik? Warum haben wir das als einen Teil des Programmprozesses auf die Agenda gesetzt? Ich sage euch warum. Weil wir mit diesem Thema Antworten geben auf große gesellschaftliche Zukunftsfragen, die nicht warten werden, bis wir die Flüchtlingsintegration gelöst haben und leider erst recht nicht warten werden, bis der Terrorismus erfolgreich bekämpft ist. Es geht um die Frage, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Wie organisieren wir Solidarität in einer Gesellschaft, in der mit der individuellen Freiheit auch die Vereinzelung vieler Menschen wächst? Und wie gehen wir mit dem demografischen Wandel um? Und weil wir Grünen immer die Frage nach dem ganzen Menschen und nach dem guten Leben gestellt haben, weil für uns Gerechtigkeit immer sowohl eine Frage der Verteilung zwischen oben und unten als auch eine Geschlechterfrage war und weil wir die gesellschaftlichen Verhältnisse daran gemessen haben, deswegen setzen wir dieses Thema jetzt auf die Agenda und ich bin froh, dass wir den Mut dazu haben. Denn anders noch als unsere Eltern und Großeltern in der alten BRD, sollte ich hier in Halle vielleicht dazu sagen, sind bei uns fast alle Mütter und Väter berufstätig. Und ich möchte auch in keiner anderen Zeit leben. Schließlich halte ich es in meinem eigenen Leben nicht anders, mitsamt meinen zwei Söhnen. Dennoch ist bei dieser Entwicklung etwas nicht mitbedacht worden. Es gab immer mehr Arbeitskräfte. Das Arbeitsvolumen ist gewachsen, je mehr auch die Frauen beschäftigt und berufstätig waren. Das ist schön für die Wirtschaft und es ist vor allem auch gut für die Menschen selber, denn Arbeit schafft Teilhabe und sichert vor Altersarmut. Aber das ist auch ein Kraftfresser für Familien vor allem, für alle Menschen, die sich auch noch um andere kümmern in ihrem Leben. Und diese Belastung hat sich summiert und ein Ausgleich zwischen der Erwerbs- und Fürsorgearbeit hat nicht stattgefunden. Es ist eine Rechnung, die so nicht aufgehen kann, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben die alte Arbeitsteilung, Mann bringt das Geld nach Hause, Frau kümmert sich um die Kinder und später vielleicht um die alten Eltern, nicht durch eine partnerschaftliche neue Arbeitsteilung bis jetzt ersetzt. Und genau das wollen wir mit unserer Arbeitszeitpolitik angehen. Und ich sage euch auch, so wichtig und so dringend und richtig unser grünes Streiten für eine gute Infrastruktur ist, und zwar sowohl beim Thema Kinderbetreuung und Bildung als auch beim Thema Pflege. All das ist nicht erledigt, wie wir alle wissen. Es ist trotzdem, sind gute Institutionen eben nicht die einzig richtige Antwort. Denn was Familien brauchen, sind dreierlei. Das ist Geld, Infrastruktur und Zeit. Wir haben viele sozialpolitische Diskussionen über die Frage Geld oder gute Institutionen geführt. Tatsache ist, wir brauchen alle drei und zwar im richtigen Verhältnis zueinander. Denn was kann ich als Mutter oder Vater meinem Kind mitgeben, wenn ich nie Zeit mit ihm verbringe oder immer nur Zeit zwischen zwei Terminen habe, um mein Kind zu optimieren? Diejenigen unter euch, die Kinder haben, kennen das Wort Quality Time. Ich sage euch, das ist die größte neoliberale Lüge, die man sich ausdenken kann. Wie soll man zwischen zwei Terminen in einer halben Stunde mit seinem Kind eine Beziehung pflegen, indem man ihm irgendwas mitgeben will von dem, was einem selber wichtig ist oder auch nur mitbekommen, was das Kind gerade umtreibt und was es gerade für Fragen hat? Unter Schulfachleuten und Lehrern gibt es einen Begriff Ethik als der zweite Lehrplan. Und da geht es darum, dass man die Frage, wie man Konflikte löst, wie man zusammenlebt in einer pluralen Gesellschaft, wie man Verantwortung übernimmt, eben nicht nur in einem Schulfach Ethik lernt, sondern durch die Art lernt, wie man insgesamt in der Schule miteinander umgeht, Lehrer und Schüler miteinander umgehen. Das ist Ethik als zweites Lehrfach. Genau dasselbe gilt auch für die Familie und sowas funktioniert nur mit Zeit. Und deswegen wollen wir weder eine neue Arbeitsteilung, in der alles, was Fürsorge bedeutet, einfach an professionelle Kräfte, möglichst noch schlecht bezahlt und schwarz arbeitend delegiert wird, noch wollen wir zurück Richtung Betreuungsgeld. Wir wollen ein Dilemma auflösen, das die Menschen in ihrem Alltag spüren und das leider viele Frauen faktisch bis jetzt auflösen, indem sie irgendwann in der Teilzeitfalle landen. Denn das ist es doch, wie dieses Problem im Moment praktisch von den Menschen gelöst wird.
Irgendwann geht nicht mehr alles zusammen, also bleibt jemand zu Hause, auch wenn die Paare sich das eigentlich mal anders vorgestellt haben. So. Wir wollen eine partnerschaftliche Arbeitsteilung ermöglichen, Zeit für Fürsorge geben. Und dafür kombinieren wir ein arbeitsrechtliches Modell für eine neue Vollzeit, das Menschen mehr Selbstbestimmungsmöglichkeiten und mehr Flexibilität verschafft, und kombinieren das mit der Familienzeit Plus, die ein paar Monate mehr Zeit gibt, und zwar über die Kleinkindphase hinaus, liebe Freundinnen und Freunde, denn auch ein Kind in der Pubertät oder nach einer Scheidung oder beim Übergang in die Oberschule braucht vielleicht noch mal die Eltern. Und vor allem schaffen wir die Anreize, diese Zeit auch partnerschaftlich aufzuteilen. Und jetzt wisst ihr aber alle, dass wir Grüne unter Familie mehr verstehen, mehr als das klassisch verheiratete Paar sowieso, aber auch mehr als Papa, Mama und kleines Kind. Familie ist nämlich auch, wenn sich erwachsene Kinder allmählich fragen müssen, wie sie eigentlich mit ihren älter und pflegebedürftiger werdenden Angehörigen oder Freunden oder Nachbarn umgehen wollen. Ich erspare euch hier Zahlen über den demografischen Wandel, aber ich glaube, ihr wisst alle, dass wir das Ausmaß dessen, was da auf uns zukommt, noch nicht mal im Ansatz erfasst haben, geschweige denn schon beantworten können. Und die Frage heißt, wie organisieren wir uns als Gesellschaft so, dass wir die älteren und schwächeren Menschen in der Mitte der Gesellschaft halten, dass Menschen sich um die Menschen, die ihnen nahestehen, kümmern können? Und wie können wir es organisieren, dass professionelle Kräfte und Privatmenschen, die Pflegeaufgaben übernehmen, Hand in Hand gut zusammenarbeiten wollen? Auch hier geht es uns übrigens, genau wie bei der Familienzeit, geht es uns um die Vereinbarkeit, um eine echte Vereinbarkeit, die keine Lüge ist, um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Und wir wissen, dass es auch dafür in bestimmten Phasen Zeit braucht. Und wir wollen, dass alle diejenigen Menschen gleichermaßen selbstverständlich unterstützt werden, die auch langfristig Verantwortung für einen Pflegebedürftigen übernehmen. Übrigens in unserem Konzept unbenommen davon, ob es sich um einen Verwandten, einen Freund, die Ehefrau, die Partnerin, mit oder ohne Trauschein, die Tochter oder den Patchwork-Sohn handelt. Liebe Freundinnen und Freunde, eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Deshalb sind Fürsorge für anderes genauso wie politisches und soziales Engagement gesellschaftlich wichtige Arbeit und müssen als solche endlich auch anerkannt werden. Um dorthin zu gelangen, denn das, was ich sage, ist leider so selbstverständlich nicht, auch nicht in unseren Debatten, die wir in früheren Zeiten geführt haben. Um dorthin zu gelangen, müssen wir zunächst einmal eine Grundentscheidung treffen, nämlich die, dass es uns als Gesellschaft etwas wert ist, wenn Menschen sich um andere kümmern. Und ich plädiere dafür, dass wir das mit diesem Antrag heute tun. Denn Fürsorge für sich und andere ist keine Privatsache, auch wenn sie im Privaten stattfindet. Und sie darf vor allem kein Privileg derjenigen sein, die sich Fürsorge leisten können. Auch das ist für uns ein wichtiger Maßstab bei der Erarbeitung dieses Antrags gewesen. Wir haben politische Instrumente entwickelt, mit denen wir dieser großen Vision des solidarischen gesellschaftlichen Zusammenlebens näher kommen können. Und wir wissen, dass es gerade für Bündnisgrüne beim Thema Engagement und Solidarität eben um mehr geht. Es geht auch um politisches und ehrenamtliches Engagement. Es geht auch um Zeit für sich selber. Es geht auch um die Fürsorge für sich selber. Aber ich sage euch auch ehrlicherweise, wir haben uns in diesem Antrag bewusst in einem ersten Schritt auf die Instrumente konzentriert, die wir brauchen, um den Kulturwandel hin zu einer partnerschaftlichen Verteilung von Erwerbs- und Fürsorgearbeit hinzubekommen, ob für Kinder oder für Pflegeaufgaben. Wir glauben, dass wir damit die richtigen Prioritäten gesetzt haben, und wir bitten euch um Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank.